Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für den Monat Januar steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Herr Krebs. Krebs, starke Legung, sage ich dir schon. Hinter dem Deck eine Königin der Schwerter. Königin der Schwerter, Luftelement, Sternzeichen Wassermann, Zwilling, Waage. Eine mentale, kalte und mentale Energie. Eine Person vielleicht, die sehr analytisch ist. Ich meine, Krebs, im Prinzip versteht man, dass das hier deine Energie ist für den Monat Januar, ja? Also, aber es könnte natürlich auch sein, dass du mit so einer Person zu tun hast, ja? Es kommt auf deine Situation jetzt drauf an. Also, wie du siehst, hier ist eine Königin, ja? Kann auch ein König sein eigentlich, ja? Also, die Energie kann auch für einen Mann reden. Wir reden ja nur über Energien. Ist halt interessant, wir schauen jetzt weiter. Sternzeichen Löwe ist bei dir gerade, Wassermann sehr stark, wow. Fische überhaupt. Jungfrau auf den Würfeln, ja? Sternzeichen Jungfrau. Also starke Energie, Krebs. Du hast, also ich könnte denken, du hast auch sehr viel mit Wasserelement zu tun, wie du, ja? Sternzeichen Krebs, wie du, Fische, Sternzeichen Skorpion. Also alle drei Sternzeichen im Wasserelement sind bei dir sehr stark zu spüren, ja? Das muss ich dir schon sagen. Überhaupt Sternzeichen Fische, ja, aber nochmals, wie gesagt, Skorpion ist auf dem Tisch, Krebs wie du nämlich auch, also von da aus, sage ich dir nur, was ich sehe, ja. Sternzeichen Jungfrau auf den Würfeln, aber auf den Tisch auch, sehr präsent nämlich, und Zwilling, Wassermann Löwe. Die Sternzeichen sind am Ende nicht so wichtig, aber ich sage die sie dir, weil die zeigen sich sehr stark hier auf die Legung. Ja? Du siehst ja der Gehängte, der Stern, die Sonne. Ja, also irgendwie die Energie, die ich hier spüre, ist nochmals eine Person, die sehr viel am Nachdenken ist. Das wäre im Prinzip das Gefühl hier. Eine Person, die sehr viel am Nachdenken ist, irgendeine Handlung machen möchte. Ja, das ist das, was man spürt. Ich möchte eine Handlung machen, ich möchte doch hier was machen, aber ich werde erstmal mir die Zeit nehmen, über diese Sache nachzudenken, überhaupt. Das ist das Gefühl. Natürlich, wie gesagt, ich sehe hier eine Person, die sehr mental ist, nochmals, sehr mental, tatsächlich.
eine Person die Situation sehr analysiert, ja? Augenblick bitte, Krebs. Die Energie ist natürlich, tja, Minimum interessant, sage ich dir. Die Königin der Kelche, aber König ist auch auf dem Tisch. Du siehst ja, ich habe die Königin und der König der Kelchen. Eigentlich, man sagt, es könnte nicht Besseres passieren, ja, dass man auf eine Tarot-Lesung der König und die Königin der Kelchen haben kann, ja. Ja, es ist halt sehr positiv. Und schau mal, zwei der Kelchen, also die Karte der Turm, ich sehe hier schon einen Bruch. Ich könnte denken, irgendwie, ich sehe hier einen Bruch mit einer Person. Das kann sogar deine eigene Mutter sein, deinen eigenen Vater. Es muss nicht immer ein Wunschpartner sein als dritte Person da, sondern diese dritte Person kann sogar für uns eine Schwiegermutter, Schwiegervater, meine eigene Mutter, meinen Vater, wie gesagt, es kommt ziemlich drauf an. Sehe ich hier schon einen Bruch mit einer Person? Man sieht es schon hier, ja. Sternzeichen Krebs wie du, sehr stark nochmals. Also Krebs, wie gesagt, du merkst ja, ich wiederhole mich in manche Sachen, weil ich spüre das so stark, ja, diese Sternzeichen hier. Und es wird immer wieder irgendwie, und deswegen sage ich das, ja, also mir ist ja auch klar, bewusst, dass ich manchmal dies so sehr wiederhole, ja. Also ich sehe eine Person hier, die vielleicht nicht mal du bist. Du musst jetzt schauen, wer diese Person für dich ist. Weil das kann sogar sein, dass das nicht du bist, sondern das eine dritte Person ist. Und wie ich gerade gesagt habe, eine Person, die sogar deine Schwiegermutter, Schwiegervater sein kann oder deine eigene Mutter, Vater. Und das ist jetzt verschieden, sogar ein Kind von dir. Es ist verschieden. Ich spüre hier eine Person, die natürlich... Schauen wir mal, nicht immer zu sehr leicht ist. Es kommt ziemlich drauf an jetzt. Wenn ich hier natürlich eine Situation habe über eine dritte Person, es ist ja klar, dass jemand hier vielleicht damit nicht einverstanden ist, mehr Sau, also ja, Konflikte macht, meine ich jetzt. Ja, eine Person, die vielleicht mehr Konflikte macht. Es ist aber auch logisch, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel über so eine Sache reden, dass eine Person jetzt hier Konflikte macht, weil die Königin der Schwerter zeigt natürlich eine Energie, die vielleicht über Konflikte redet, ja. Das könnte man auch denken. Aber das müssen wir jetzt schauen. Schau mal bitte jetzt, Krebs, deine Energie. In der Mitte, siebente Kelchen. Siebente Kelchen, du siehst eine Person, die sich nicht entscheiden kann. Diese Person hat mehrere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, du hast dich in mehrere Firmen jetzt beworben. Wenn wir jetzt über Arbeit reden würden, ja? Wenn wir über Arbeit reden würden, dass du dich in verschiedene Firmen jetzt beworben hast und jetzt bekommst du natürlich Bestätigung, also die Bestätigung von diesen Firmen und du musst eine Entscheidung treffen. Die Karte kann sogar Zweifeln zeigen, ja, also ich bin ein bisschen konfus oder ich bin mir nicht so ganz sicher, welche Entscheidung ich treffen soll. Also diese Karte kann da auch für ein bisschen Konfusion da stehen oder ein bisschen Durcheinander, ja, weil man eine Entscheidung treffen soll und man sich nicht sicher ist, ja. Also das ist das Gefühl, was man hier hat. Ja, die Optionen sind ja da. Und jetzt natürlich, ich habe gerade über Arbeit geredet, aber es kann was anderes sein. Oder einfach, dass man hier irgendwie, wie du siehst, nicht sicher ist, was man hier machen soll. Siebente Kelchen. Das könnte auch sehr gut dann für die Königin der Schwerter, eine Person, die sehr viel am Nachdenken ist. Was soll ich hier am besten machen? Wie soll ich mich hier entscheiden? Ich bin ein bisschen durcheinander vielleicht. Obwohl, du siehst ja, die Königin der Schwerter bekommt ja auch Klarheit. Ne? Also du siehst ja, hier ist viel Klarheit. Diese Person bekommt schon, hat auch einen klaren Kopf am Ende. Ja? Wenn man hier eine Entscheidung treffen muss, ich finde, die Königin der Schwerter hat einen klaren Kopf, würde ich jetzt sagen, ja.
Das würde ich nämlich schon sagen. Krebs, das hier, die Karte, die Sonne und diesen Bube, das kann sogar für dich ein Kind sein. Ne? Sternzeichen Löwe ist hier sehr stark zu spüren. Löwe, aber wie gesagt, das kann sogar ein Kind von dir sein, denn man merkt hier einen großen Altersunterschied. Wenn das kein Kind ist, ist eine Freundschaft von dir, eine Person, mehr einen Freund, würde ich sagen, oder eine Freundschaft hier mit dieser Person. Eine sehr leidenschaftliche Energie gibt es hier schon, Krebs. Sehr leidenschaftliche Energie, aber nochmals, kann für eine neue Person reden. Ich würde sagen, das spricht hier für was Neues. Nochmals, Krebs, das kann auch eine neue Leidenschaft für dich sein. Was Neues, was du neu entdeckt hast. Natürlich kann das sehr viel mit Arbeit zu tun haben. Natürlich, ja. Also, dass du sagst, ich fange was Neues an und egal was das ist, ja, und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, ja. Denn nochmals, der Puppe der Stäbe entdeckt was Neues, eine neue Leidenschaft. Ja, und das kann natürlich schon mit Arbeit zu tun haben. Ist das hier für dich eine Person? Das ist das Gleiche. Die Botschaft ist die gleiche am Ende. Also, ich habe eine neue Person kennengelernt. Vielleicht da, wo du deine Leidenschaft hast, Krebs, in einem Fitnessstudio, ja, da, wo du deine Sportart machst oder wo du eine andere Leidenschaft, die du hast. Also da, wo du deine Leidenschaft hast, da hast du eine neue Person kennengelernt, ja. Nochmals, diesen Altersunterschied, würde ich sagen, zeigt sich hier sehr, sehr stark, ja. Ja. Ich sage nochmals, das zeigt sich eine neue Person. Also ich denke, wenn du mir sagst, dass du die Person schon kennst, schon kennst eigentlich, aber ich sehe hier keine Langzeitbeziehung oder keine toxische Beziehung. Das ist, was ich sagen möchte. Ja, deswegen zeigt sich die Energie wie neu, weil die Beziehung vorher war nicht da. Ja, vielleicht hat man schon etwas da mit der Person, aber keine Beziehung, meine ich jetzt, ja? Ja, genau. Ich spüre hier eine starke Energie. Denn Krebs, ich habe hier die Karte der Stern und die Karte der Sonne, die zwei beste Karten im Tarot. Und die zeigen sich bei dir zusammen, ja? Der Stern und die Sonne. Sternzeichen Wassermann, Löwe. Aber unabhängig jetzt von Sternzeichen, weil das ist auch am Ende nicht so wichtig. Ich muss schon sagen, dass die Energie, also wir reden hier über eine wichtige Seelenverbindung. Ja? Das spricht für eine starke Seelenverbindung. Ja? Eine Person, die, wenn ich hier eine Person beschreiben sollte, also die Person zeigt sich auch sehr jung. Vielleicht ist die Person tatsächlich älterer und nicht so jung, aber die Person zeigt sich wie eine jüngere Person, ist sehr fröhlich, eine sehr hübsche Person sehe ich hier. Und wie gesagt, okay, wir schauen jetzt weiter, weil deine Energie ist schon interessant, Krebs, ja. Also du siehst ja, siebente Kirchen vorerst eine Entscheidung, ja, Monat Januar. Die Karte, die diese hier kreuzt, ist der König der Kirchen, also Wasserelement wie du. Sternzeichen Skorpion, Sternzeichen Fische, Sternzeichen Krebs wie du. Sehr stark auf dem Tisch, ja. Die Energie zeigt sich nämlich so, also die Blockade ist dieser König der Kerlchen. Also vielleicht Gefühle oder Emotionen, die man blockiert hat. Eine Person, die man blockiert hat. Es kommt drauf an. Die Person zeigt sich, ja. Und das ist alles Thema bei dir. Gibt es hier eine Person mit mehreren Optionen? Zum Beispiel jetzt Krebs, dass jemand hier mehrere Optionen hat. Das kann für diesen König der Kirchen reden, dass diese Person mehrere Optionen hat. Oder das kann natürlich für dich reden, dass du mehrere Optionen hast. Klar. Ich meine, wir reden ja für dich. Die Optionen sind irgendwie da. Und eine Entscheidung. Also das ist, was ich hier habe. Eine Entscheidung. Ja? Eine Entscheidung. Starke Energie, Krebs, Augenblick bitte. Ich hole nämlich
weniger Karten mehr. Forte du. Drei, also drei Stäbe jetzt. Königin der Stäbe. Königin der Stäbe, Königin der Schwerter, Königin der Kelchen. Mir fällt nur die Königin der Münzen, vielleicht kommt noch. Ich sehe viele Frauen, es können aber auch für dich Männer sein. Es kommt jetzt drauf an, welche Interesse hier sind. Und was das überhaupt für dich jetzt ist. Ich habe praktisch alle Elemente auf den Tisch. Schwerter, Stäben, Kelchen. Die Elemente sind jetzt alle auf den Tisch. Ja? Ich werde dir nur die Sternzeichen nennen, die sich am stärksten jetzt zeigen. Und wie du siehst, das ist wirklich Wasserelement. Zumindest jetzt vorerst, ja. Genau, das wollte ich dir zeigen. Und was ich dir sagen möchte ist, du hast es gesehen, es zeigt sich dieses siebente Kelchen in der Mitte. Siebente Kelchen und die Optionen, also das spüre ich hier sehr stark. Ja, sehr, sehr stark. Feuerelement, wie du siehst, gerade Krebs, Feuerelement, also dieses Sternzeichen Löwe, zeigt sich schon. Und Altersunterschied möglicherweise. Ja, Altersunterschied. Augenblick bitte. Sternzeichen Wassermann ist auch auf dem Tisch nochmals, also vielleicht hast du mit einer Person zu tun, die berühmt ist, die irgendwie über soziale Netze berühmt ist oder eine Person, die einfach berühmt ist, ja, also das zeigt sich hier auch. Die Mäßigkeit, Sternzeichen Schütze, die Mäßigkeit sagt uns, ja, wir müssen Geduld haben oder möglich, du hast bereits schon sehr viel Geduld in der Situation jetzt gehabt. Dass man's, dass diese Situation hier mit der Zeit verbunden ist, mit viel Zeit. Vielleicht eine komplizierte Situation auch, eine Heilung, einen Verlust in der Familie. Hier gibt es einen Schutzengel. Ja? Also das ist hier ein Schutzengel. Deswegen, es könnte einen, auch einen Verlust in der Familie ist schon geschehen, also schon passiert. Und diese Energie zeigt sich hier nämlich auch. Ja? Interessante Energie. Also, überhaupt Krebs. Ich habe nämlich jetzt hier Sternzeichen Löwe und Sternzeichen Schütze. Das will ich dir auch sagen, ja. Können wir hier über Sternzeichen wieder reden? Ja, natürlich. Die Königin der Stäbe ist ja da. Also, du merkst ja, ich zeige dir nur die, die sich am stärksten zeigen, aber Feuerelement ist da. Schau mal bitte jetzt. Siebente Kelchen, neunte Kelchen. Und die Karte des Stern. Ich spüre hier eine sehr hübsche Person. Eine Person, die einen Zyklus hinter sich hat. Die bereits eine Heilung hinter sich hat. Also ich rede hier schon über eine Heilung. Das heißt, diese Person ist vielleicht eine Person, die schon eine Scheidung hinter sich hat. Oder wenn das keine Scheidung ist, eine Person, die Witwe ist. Warum sage ich das? Weil die Energie zeigt sich hier. Diese Königin der Schwerter kann für eine Person reden, die eine Witwe ist. Ja? Kann auch ein Mann sein. Oder eine Person, die eine Scheidung oder Trennung bereits hinter sich hat. Normalerweise die Königin der Schwerter zeigt schon eine komplizierte Zeit hinter sich, ja. Einen komplizierten Zyklus. Deswegen zeigt sich diese Person so kalt und mental. Es ist nicht umsonst, ja. Also einen Grund gibt es ja. Es kommt drauf an. Es kommt ziemlich drauf an. Aber die Energie zeigt sich nämlich. Eine Person, die sehr analytisch ist. Aber nochmal, ich spüre hier Wassermann, wie du siehst, ja. Irgendwie Wassermann. Ich spüre nochmals eine Person,
die sehr viel Erfolg zeigt auch. Wenn diese Person irgendwie vielleicht selbstständig ist, eine Person, die selbstständig ist, die Chef oder Chefin ist, berühmt ist, wie gesagt, vielleicht weil die Person auch über Internet arbeitet. Ich sehe hier nochmals eine Person, die schon diese Heilung hinter sich hat. Also ich spüre hier schon eine interessante Energie. Überhaupt nochmals Wasserelemente. Also 9. Kerlchen, 7. Kerlchen. Sternzeichen Fische ist bei dir sehr stark zu spüren gerade. Wassermann Fische, gerade hier. Sehr sogar. Ja. Unabhängig jetzt vom Sternzeichen. Die Sache ist, ich spüre vielleicht einen gewissen Stolz hier. Also vielleicht meint man, also man könnte meinen, dass die Person halt etwas stolz ist. Zum Beispiel, ich bin jetzt berühmt, also ich bin berühmt und ich werde ein bisschen stolz jetzt, weil ich berühmt bin. Oder das denkt man hier zum Beispiel, das könnte man hier denken zum Beispiel. Ich sehe hier eine Person, die eigentlich, also die Person zeigt sich ledig. Diese Person zeigt sich hier ledig und sie fühlt sich aber wohl. Also es ist nicht unbedingt, dass diese Person einen Partner oder eine Partnerin braucht. Die Person braucht es nicht. Ja, also die gibt sich auch nicht mal Mühe. Also für die Person ist das, weil die Person sich wohl fühlt. Besser als je zuvor. Und das heißt, die Person weiß das auch sehr zu schätzen. Ich weiß das zu schätzen, meine Zeit gerade. Weil ich habe eine ziemlich komplizierte Zeit hinter mir. Und jetzt weiß ich natürlich das zu schätzen, was ich weiß, was ich habe. Ich bin sehr dankbar für das, was ich habe. Also hier haben wir natürlich diese Dankbarkeit zu spüren. Also Krebs, das ist hier. Ich würde sagen nochmals, die Energie zeigt sich neu mit der Karte der Sterne, mit der Karte der Sonne. Aber wie ich dir gesagt habe, vielleicht ist die Person nicht so sehr unbekannt, aber die Person zeigt sich neu. Ich könnte hier einen Wunsch sehen oder einen Wunder. Irgendwie ist das hier einfach ein Wunsch. Das ist ein Wunsch, was ich hier habe, zum Beispiel. Ne? Dass das hier ein Wunsch für dich ist. Zum Beispiel, wenn das jetzt für dich ein Wunschpartner ist, dass du sagst, das ist genau der Mann oder die Frau, die ich mir wünsche. Also mehr würde ich mir nicht wünschen als das. Weil das wäre für mich also das Maximum. Das ist der perfekte Mann oder die perfekte Frau, was ich mir wirklich so wünsche. Also das ist das Gefühl hier. Ich spüre hier auch eine Person, die vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol trinkt. Oder jemand trinkt hier zu viel Alkohol. Hat man hier auch eine Entgiftung gemacht? Zum Beispiel einer Person, die Suchtverhalten hat. Und man eine Entgiftung machen musste. Deswegen gibt es hier die Karte der Sterne, 9. Kerlchen. Also, dass man hier schon bereits eine Heilung hat. Die Türen öffnen sich hier. Also, mehrere Möglichkeiten bieten sich für dich hier an. Schau mal bitte, in der Blockade ist der König der Kerlchen, 2 der Münzen und Ritter der Münzen. Du siehst ja. Also wenn das deine Energie ist, Krebs, dass du in diese Blockade bist, weil du nicht weißt, was du machen sollst. Denn die Möglichkeiten bieten sich natürlich an. Und die Zweifel sind aber hier. Das Gefühl wäre, dass die Energie schon mittlerweile sehr langsam ist. Also die Energie ist langsam und nimmt sich Zeit. Und das zeigt sich auch mit der Karte die Mäßigkeit. Gibt es eine geografische Distanz? Ist das der Grund, warum die Energie sich so langsam zeigt? Musste man hier ja, sich um andere Dinge kümmern? Zum Beispiel, ich habe sehr viel arbeiten müssen. Ja?
Ich habe sehr viel gearbeitet. Die Arbeit war momentan wichtig für mich. Und das ist auch ein Grund, warum die Energie sich langsam zeigt. Die Arbeit, dass man sehr viel zu tun hat, also so ungefähr. Ich habe alle Hände voll zu tun, da und hier und Termine da und wieder Sachen. Also die Familie, die Arbeit, ja, wie gesagt, dass man alle Hände voll zu tun hatte. Und die Energie deswegen zeigt sich halt langsam in der Blockade, weil man sehr beschäftigt war. Ich spüre hier Zweifel, aber was ich hier auch spüre, Krebs, ist schon ein Gefühl von, ich möchte eine Entscheidung treffen. Ne? Denn hier habe ich wieder die Nummer 2. Und die Nummer 2 hier deutet auch auf eine Dualität. Und das ist aber eine Blockade. Man hat da diese Situation verzögert, ja? Irgendwie. Also man hat diese Entscheidung auch verzögert, so. Ja, aber weil die Energie ist in eine Blockade. Ich spüre hier eine starke Energie mit der Karte der Stern nochmals. In der Mitte die Karte der Stern. Also ich spüre hier eine Führung irgendwie mit der Karte der Stern. Die Karte der Stern ist auch keine schnelle Karte, muss ich auch dazu sagen. Die zeigt sich, also die Karte zeigt sich, aber die Karte ist nicht schnell. Die nimmt Zeit. Denn es kommt natürlich auf jeder von uns jetzt, es kommt auf, ja, auf uns drauf an, weil es kommt drauf an, also wenn du hier jetzt am Heilen bist, dass das auch einen Grund für dich ist, dir diese Zeit zu nehmen. Oder dass wenn du viel gearbeitet hast und keine Zeit hattest, für die Liebe vielleicht sogar, dass du gesagt hast, ich habe momentan gar keine Zeit, ich muss mich um die Arbeit kümmern, ich habe keine Zeit für die Liebe oder ich habe keine Zeit, um hier Entscheidungen zu treffen. Ja, wenn das die Arbeit war, außer das war die Gesundheit, wenn das die Gesundheit war, die gleiche Situation. Ich muss mich jetzt um mich fokussieren, um mich kümmern, ja, bevor ich hier überhaupt Entscheidungen treffe. Eine starke Energie. Schau mal bitte jetzt, Krebs, in deine Unbewusstheit der Magier. Begleitet mit 4 Schwerter und 4 Stäbe. Diese Kombination verbinde ich mit der Vergangenheit. Aber ich spüre hier eine klare Manifestation von Gedanken. Also ich manifestiere mit meinen Gedanken eine Situation, eine Person. Krebs, also wenn ich dir ehrlich bin, ich könnte hier sogar, das spricht natürlich nicht für uns alle und du weißt mittlerweile, was ich sagen werde, weil du kennst mich schon mittlerweile schon ein bisschen. Also ich spüre hier sogar Magie. Ja. Zeige ich dir gleich, warum ich das sage. Also Zwilling und Jungfrau, nochmals hier. Zwilling, Jungfrau, wie du siehst. Schau mal bitte jetzt hier. In deinem Bewusstsein habe ich die Hohepriesterin. 8 Kelchen und 2 Stäbe. Ich weiß jetzt nicht, für wem das hier spricht, aber ich sage das, ja. Und das ist eine Sache, was ich sehen kann hier. Aber das wird bestimmt nicht für uns allen reden. Das ist mir auch klar. Aber trotzdem sage ich das, ja. Und dann sage ich dir die anderen Möglichkeiten, die ich hier sehe. Ich sehe schon eine Person hier, die mit Magie arbeitet. Das sehe ich schon deutlich. Das kann für eine Gruppe reden und das kann für dich oder für die Cross-Watchers reden, Krebs. Also ja, das kann ich nicht wissen. Aber das kann für eine Person reden, die zum Beispiel auch mit Tarot, also Tarot fragt. Wir fragen auch Tarot, ja. Also das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Man fragt durch Tarot, erkündigt man sich. Ich erkündige mich über Tarot, über eine bestimmte Person. Diese Person kann mein Ehemann, Ehefrau sein. Diese Person ist eine Schwiegermutter, Schwiegervater.
Oder wie gesagt, oder irgendeine andere Person, einen Wunschpartner oder so. Also ich erkundige mich über eine Person durch Tarot. Oder du siehst ja in deiner Unbewusstheit, hast du den Magier in deinem Bewusstsein, die Hohepriesterin. Also ich sehe hier Magie und das ist irgendwie sicher. Oder sage ich jetzt mal nochmal so, also das kann sogar auch damit zu tun haben, dass eine Person weiß, wie es funktioniert mit der Manifestation, also dass irgendwie mit den Gedanken eine bestimmte Person manifestieren kann und ja, dass das auch der Fall ist, aber ich spüre hier eine Situation, dass eine Person nachts, überhaupt mehr nachts, mit Magie arbeitet. Ja, also zum Beispiel, ich möchte mit dieser Person zusammen sein. Ich möchte, dass diese Person bei mir bleibt. Und ich arbeite halt mit Energien. Ich arbeite mit Energien, damit diese Person bei mir bleibt. Aber wenn man denkt, dass das gut gemeint ist, also ich arbeite mit Hexereien, damit die Person bei mir bleibt. Und das ist nur gut gemeint. Ich mache die Person ja nichts Schlechtes. Ich tue nichts Schlechtes. Das ist falsch. Also man darf den freien Willen von niemand beeinflussen. Also wenn, und auch nicht, weil ich die Person zu sehr liebe und möchte, dass die Person bei mir bleibt. Das darf ich auch nicht machen, weil, ich meine, machen darf man das natürlich, machen die meisten, die Menschen auch, aber das hat keinen Sinn. Ja, irgendwann, früher oder später, kommt das alles wieder zurück auf uns und doppelt, drei oder vierfache, so schlimmer, ja. Das heißt, wenn du wolltest, dass die Person bei dir bleibt und bei dir verliebt ist und so und bei dir bleibt, was du bewirkst, ist, dass die Person tatsächlich weiter sein Leben machen wird und die Person, die hier verrückt wird nach ihm oder nach ihr, das bist du. Du wirst verrückt nach dieser Person gehen, also du wirst tatsächlich fast durchdrehen, weil diese Energie, die du für ihn oder für sie verwendet hast, kommt auf dich alles zurück und zwei, drei oder viermal so schlimm. Das wäre ein Beispiel. Es gibt andere schlimmere Sachen, die auch wir bewirken können mit manchen solchen Sachen. Ja, tatsächlich. Dass die Energie sich zeigt, die Energie zeigt sich. Ja, und das spricht dann für jeder anders. Ich spüre hier diese Situation aber sehr deutlich. Und ich denke, es könnte sogar zum Beispiel sein, ich bin verheiratet und ich weiß aber zum Beispiel, dass mein Mann eine Liebhaberin hat, ja, eine dritte Person hat. Ich weiß das tatsächlich, dass mein Mann jemand anderen hat und ich mache Magie, damit mein Mann bei mir bleibt. Das ist aber nochmals, es ist nicht zum Empfehlen, ja, also das dürfte man nicht machen. Jeder muss für sich entscheiden, wie jeder leben möchte. Und das ist so. Das ist so. Mir gehört das Leben von anderen nicht. Also mir gehört nur mein Leben, wenn überhaupt. Also sonst gehört mir das Leben nicht mal von meinen Kindern. Also die Menschen sind alle frei und dürfen und müssen machen und tun, was die eigentlich wollen. Natürlich. Ich entscheide für mich und jeder entscheidet für sich. Hier ist Magie sicherlich. Und warum sage ich, das kann von zu Hause schon sein? Weil das ist das Gefühl, was ich habe. Also ich rede hier für Menschen, die verheiratet sind auch, die das auch machen, weil der Mann oder die Frau mit einer anderen Person zusammen ist. Und man weiß das. Also irgendwie, ich weiß, ich bin auf die Wahrheit gekommen, dass mein Mann eine andere Person hat. Oder ich weiß es schon, ich bin auf die Wahrheit gekommen. Ja, also ich weiß das. Ich habe Klarheit in der Sache, ja. Ich spüre hier sogar, dass man manifestiert so ungefähr. Eine Person ist ziemlich am Nachdenken, wie mache ich das am besten? Ja, eine Person erkundigt sich hier. Eine Person erkundigt sich einfach. Über Tarot zum Beispiel.
Ich erkundige mich über Tarot, was die Person macht, wo die Person ist, was die Person treibt, mit wem die Person zusammen ist. Man möchte hier schon eine Handlung machen, das ist sicher. Sagen wir mal jetzt, ich rede für dich über eine Person, die mit der du nicht zusammenlebst. Also du weißt über diese Person nichts. Also es gibt gar keine Kommunikation über diese Person. Keine Kommunikation. Man sucht trotzdem, man informiert sich. Man sucht trotzdem Informationen über eine Person. Nochmals. Vielleicht, weil ich mir auch solche Videos vom Tarot mir anschaue, um irgendwie Informationen zu holen. Zum Beispiel. Oder ich gehe zu einer Person, die irgendwie es ist extrem deutlich, ja? Ich werde dir später diesen Orakel lesen, aber schau mal, für dich kam nämlich auch der mystische Schaman. Und hinter dieser Karte kam der Seher und die Zeugin. Der Seher und die Zeugin. Also ich spüre hier sehr stark eine Zeugin, denn diese Person weiß, möglicherweise schon alles. Denn wenn diese Person eine Ehefrau oder einen Ehemann ist, diese Person weiß, was hier los ist. Oder so ungefähr jetzt, Krebs, du weißt tatsächlich, worüber hier gesprochen wird und was wir hier haben. Du bist ja, hier habe ich die Hohepriesterin und der Magier und mehrere Karten, die mit der Intuition zu tun haben. Also du schaust dir diese Videos an, nur vielleicht, um dir eine Bestätigung zu holen. Weil tatsächlich die Information, die du suchst, nach der du suchst oder wo du fragst, die kennst du ja. Die kennst du ja. Ich meine, du bist ja Wasserelement, die Intuition ist sehr stark bei dir. Und von da aus, es ist tatsächlich, die Bestätigung ist da. Das kann ich dir aber auch sagen. Ich spüre hier eine Zeugin, eine Person, die schon alles weiß. Denn du bist der mystische Schaman. Und wenn du nicht der mystische Schaman bist, oder die mystische Schaman, ich meine, ich könnte es dir, ja, schau mal bitte jetzt hier. Ja? Also, dann hast du mit so einer Person zu tun. Also in wenigen Worten, gerade sehe ich die Nummer 1, 2, 3, 4 in meiner Uhr. Eine sehr wichtige Nummer. Also in wenigen Worten, jemand macht hier Magie. Das kann für dich reden, das kann für die Cross-Watchers reden, natürlich. Aber dass wir hier mit Magie zu tun haben, das ist sicher. Inwieweit oder in welche Art von Magie das jetzt sein kann, wie gesagt, es kommt auf der Situation drauf an. Weil ich denke, du weißt schon, was das sein kann. Ja? Ich spüre hier nochmals eine Person, die irgendwie spioniert. Irgendwie spioniert. Irgendwie schon. Schau mal bitte jetzt. Du siehst hier Sternzeichen Fische, stark bei dir. Fische, Wassermann, Zwilling, Jungfrau, Skorpion, Krebs wie du. Sind die Sternzeichen, die ich gerade hier sehr stark spüre, in deine Vergangenheit, Puppe der Münzen, nochmals der König der Kelchen, nochmals, und einen Neun der Münzen. Also irgendwie spüre ich nochmals diese Person, die spioniert, die beobachtet. Also Krebs, irgendwie das Gefühl wäre, diese Person ist nicht so weit von dir. Deswegen sage ich, entweder spricht das hier für eine Person, die mit dir zusammenlebt.
Oder eine Person, die nochmals nicht so weit weg von dir ist. Aber eine Person spioniert hier schon. Augenblick bitte. Ja. In manchen Fällen eine Person, die sich als ledig gibt und gar nicht so ledig ist. Zum Beispiel eine Person, die nochmals irgendwie ein Doppeltleben führt, ein Doppeltleben, eine Person, die tatsächlich nicht ledig ist, aber als ledig sich zeigt. Ja, ich sehe natürlich hier eine interessante Situation. Was ich sagen möchte ist, die Karte der Stern empfiehlt auch, also die Empfehlung ist, dass du deine Energie reinigst. Ja, also so wie diese Person hier mit Wasser sich reinigt. Also die Empfehlung hier natürlich ist, dass man sich die Energie auch reinigt, ja. Genau, es ist wichtig. Informationen darüber findet man wirklich über Internet mehr als genug, ja. Also wie man die Energie reinigen kann. Information über Internet ist mehr als genug da. Und empfiehlt man schon, ja. Die Energie reinigen ist extrem wichtig. Das ist, was ich denke, was wir hier haben für dich auch, mit dieser Energie hier. Wir haben eine Reinigung in der Energie. Also, wie gesagt, früher oder später ist diese Situation hier, diese Energie, die wir hier haben von Magie, früher oder später ist das, hat das keinen Sinn mehr. Ja? Man kann so viel Geld ausgeben, wie man möchte für diese Situationen, aber das ist rausgeschmissenes Geld, das bringt gar nichts, das ist Verluste, Zeit. Überhaupt, etc., etc. Also, ja. Du siehst ja, diese Person zeigt sich hier natürlich sehr stark, Krebs. Ja. Schau mal jetzt hier. Nochmals, das Gefühl wäre, ich. Irgendwie, es kommt hier etwas ans Licht. Ich bekomme Klarheit tatsächlich über eine Situation hier. Ich bekomme wirklich Klarheit hier. Ich könnte hier über Geheimnisse denken. Schau mal bitte in der Zukunft, neunte Münzen nochmals. Neunte Münzen in der Vergangenheit, neunte Münzen in der Zukunft. Achte Schwerter und siebente Münzen. Neunte Münzen spricht ja, wenn wir über eine Person reden, die Person zeigt sich wieder ledig. Also hier ist eine Person, die immer wieder sich zeigt. Und die Nummer 9, 9, 9, du siehst ja neunte Münzen zweimal, neunte Kirsche in der Mitte. Die Nummer 9 zeigt sich oft das und spricht schon über einen Zyklus. Das ist ein Zyklus hier. Neunte Münzen, achte Schwerter. Siebente Münzen. Die Enttäuschungen sind da. Ich könnte hier über Enttäuschungen reden, nochmals über Zeit reden. Einer Person, die sehr viel Geduld jetzt gehabt hat. Ja, sehr viel Geduld in der Zeit. Das Gefühl wäre hier, ich fühle mich wie gefangen oder ich kann mich nicht von der Situation nicht befreien. Oder das Gefühl wäre das, ja. Also, dass eine Person das Gefühl hat, ich kann mich von dieser Situation nicht befreien. Ich fühle mich wie gefangen. Neunte Münzen deutet nochmals auf eine Person, die ledig ist.
Warum wiederhole ich das? Ist das für dich eine Trennung irgendwie? Gibt es tatsächlich hier irgendwie eine Trennung mit der Königin der Schwerter? So ungefähr, ich habe Klarheit. Ich habe in dieser Situation bei mir, habe ich Klarheit. Sieben und neun der Münzen. So ungefähr lieber allein als und im Frieden als in Lüge, in eine Lüge zu leben. Ja, lieber allein als in eine Lüge zu leben oder irgendwie ich verliere lieber Geld, also ich lebe lieber mit wenig, aber ich habe meinen Frieden, als ich vielleicht in Reichtum lebe und keinen Frieden habe, in eine Lüge lebe. So ungefähr, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist tatsächlich nicht alles Gold, was glänzt. Ich möchte lieber doch meinen Frieden haben. Wow. Also, schau mal jetzt hier. Krebs, ich spüre hier einen Zyklus. Also die Nummer 999, das kannst du ja über Internet als Engelnummer suchen, die Nummer 999. Und wir reden hier schon über einen Zyklus. Wir reden schon über eine Situation, die man halt nicht mehr länger in der Zeit so bleibt. Es gibt hier eine Veränderung. Schau mal in deine Gefühle. Schau mal hier bitte in deine Gefühle. Sechste Schwerter. Du siehst eine Person, die mit Schmerzen eine Situation verlässt. Das ist da auch eine Reise, Krebs. Das ist auch eine Reise. Aber du siehst ja in deine Gefühle, sehe ich eine Übergangszeit. Ja, eine komplizierte Zeit, die ich hinter mir verlasse. Und ich ziehe um. Ich könnte hier für eine Gruppe über einen Umzug reden. Übergangsphase. Nochmals neunte Münzen, du glaubst es wohl nicht, oder? Die Nummer 9 zeigt sich bei dir sehr viel. Also die Nummer 9. Neunte Münzen. Also so ungefähr. Und Puppe der Stäbe. Puppe der Stäbe zeigt sich nochmals hier für dich. Puppe der Stäbe. Nochmals, ein Kind, das kann über Kinder reden, natürlich auch. Also so ungefähr, ich packe meine Sachen, nehme meine Kinder und gehe. Ich verliere Geld sehr wahrscheinlich. Also ich werde nicht mit so viel Geld leben. Aber für mich ist das lieber mit wenig, aber im Frieden, als mit viel und in eine Lüge, so ungefähr. Das ist das Gefühl, was ich hier habe. Ich packe meine zwei Sachen, die ich da habe, ich muss nicht viel mitnehmen und ich gehe. Ich fange neu an. Könnte man in deine Gefühle vielleicht, Krebs, sogar eine neue Person sehen? In manchen Fällen eine neue Situation, die du neu entdeckst tatsächlich. Ist das für dich mehr Arbeit, dass du eine neue Situation hast, wo du dich wohler fühlst und du sagst, ich wechsle die Arbeit, ich werde vielleicht nicht so viel mehr verdienen als da, wo ich war. Aber mir ist das egal, ich werde zumindest meine Ruhe haben, meinen Frieden haben. Wenn das vielleicht für dich Arbeit ist oder etwas Neues, was du lernst, oder eine neue Person in deinem Leben, ich weiß es nicht. Ich spüre hier eine Veränderung bei dir. Es gibt eine Veränderung. Und du in deiner Situation musstest du vielleicht wissen, was das ist, aber die Veränderung ist da. Möchtest du doch eine Reise machen?
Schau mal bitte jetzt, Krebs, was du von außen ansiehst, also achte schwer da. Achte schwer da, zeigt sich bei dir auch in der Zukunft. Irgendwie zeigt diese Karte Angst, Ängste, also ich habe Angst, diesen Schritt zu machen. Diese Karte spricht auch für Blockaden, also was werden die anderen sagen, oder hat auch sehr viel mit dem Ego zu tun, muss ich schon sagen. Diese Gedanken, die, ja, was mit unserer religiösen Erziehung zu tun hat. Ja, Sachen, die uns gesagt wurden als Kind, was auch mit unserer Erziehung zu tun hat. Eigentlich eine Programmierung, die nicht mit uns direkt zu tun hat. Ja, ist irgendwie kompliziert. Die Energie zeigt sich schon etwas kompliziert. Also so ungefähr, ich möchte mich befreien. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte loslassen. Ich würde gerne loslassen, schon sehr lang sogar, würde ich gerne loslassen. Aber meine Gedanken, ja, also meine Gedanken, soll, ist das richtig oder nicht? Bin ich richtig in diese Entscheidung oder nicht? Ja? Also das ist das Gefühl hier. Soll ich das machen oder lieber nicht? Achte Schwerter begleitet mit Ratte Schicksals und achte Münzen. Nochmals die Nummer 888. Die Nummern wiederholen sich bei dir. Ja, die Nummern wiederholen sich. Und hier hat man das Gefühl wirklich von Blockade. Soll ich das machen oder nicht? Ratte Schicksals, also Ratte Schicksals und achte Münzen spricht auch über viel Erfolg. Die Energie zeigt sich schon positiv, diese Kombination hier. Ratte Schicksals und achte Münzen. Wir reden schon über Erfolg und das hier hat mit der Arbeit zu tun. Trotzdem hat man hier Angst. Vielleicht die Frage, bin ich fähig, werde ich das machen können? Oder irgendwie, dass man zweifelt, an sich selbst zweifeln. Die Veränderungen sind da, Krebs, also ein Rat des Schicksals ist da. Und ich habe es dir ja auch hier gesagt, in deine Gefühle mit diesem sechsten Schwert da. Die Veränderungen sieht man bei dir. Und ja, und natürlich für jeder spricht ein bisschen anders. Das Gefühl wäre, ich verlasse hier eine Situation. Ich verlasse die Situation. Ja, und das zeigt sich positiv eigentlich. Zeigt sich schon positiv. Aber die Ängste sind ja da. Und diese Ängste sind bei dir tatsächlich da. Achte Schwerter, achte Schwerter. Nochmal, soll ich das machen oder nicht, wäre hier die Frage. Klar, und das hat man hier bei dir als Thema. Also bei dir als Thema zeigt sich natürlich eine wichtige Entscheidung. Krebs, egal wie das jetzt ist, im Januar wirst du aber doch Klarheit haben in der Situation. Wenn du heute zum Beispiel sagst, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, im Januar, den Monat Januar, wirst du schon Klarheit in dieser Situation haben. Ja? Schau mal, wir haben hier auch Zendemünzen. Du siehst ja, die Familie ist da. Familie, Kinder. Vierte Stäbe, tatsächlich. Und sechste Stäbe. Ich spüre hier eine starke, positive Energie. Krebs, was wir sogar mit einem Umzug zu, also wir könnten hier auch einen Umzug haben. Ein neues Zuhause. Denn du hast es ja auch gesehen, also in deinen Gefühlen ist ein sechstes Schwert da. Spricht ja über Veränderungen. Diese Veränderungen sieht man bei dir mit diesem Rat des Schicksals. Obwohl du vielleicht nochmals deine Bedenken hast. Du hast deine Bedenken, du hast deine Zweifel, kann möglich sein. Aber die Energie zeigt sich sehr positiv, wenn du das machst. Wenn du das zulässt, das, was du wirklich machen möchtest, wenn du das machst, die Energie zeigt sich sehr positiv. Es gibt hier wirklich
eine sehr positive Energie, sehr viel Erfolg sehe ich hier. Sechster Stäbe spricht ja über Erfolg, vierte Stäbe, über Freude, ich sehe hier Freude in der Familie, Stabilität. Ich kann nochmal sogar ein neues Zuhause hier, ein Eigentum. Diese Kombination hier, die Kombination ist natürlich sehr, sehr positiv. Ich kann hier über einen Kompromiss reden, zum Beispiel. Einen Kompromiss, also vierte Stäbe und die Karte 10 der Münzen. Das ist für mich schon eine ernste Sache hier. Das ist das Gefühl, was ich bei dir habe, Krebs. Wir kommen hier von einem 9 der Münzen auf einen 10 der Münzen. Also die Stabilität zeigt sich hier schon. Ja, die Stabilität zeigt sich hier schon. Die Nummer 4 auf den Würfeln, ich sehe hier schon Stabilität. Schau mal bitte, Krebs, als Ergebnis, die Karte der Mond, die Karte der Mond, 3 der Kelchen und der Hierophant. Deswegen sage ich, das Gefühl wäre hier, dass eine Person erfahren hat oder erfahren hat über eine dritte Person, dass jemand hier verheiratet ist und eine dritte Person hat. Irgendwie das ist ans Licht gekommen, Krebs. Diese Situation kommt ans Licht. Ich weiß nochmals nicht, wie das hier so direkt für deine Situation spricht. Also das kommt hier ans Licht. Das ist natürlich nicht einfach. Ja, aber das Gefühl wäre hier, dass man hier von dieser Situation raus möchte. Ich spüre bei dir hier, Krebs, eine familiäre Situation. Das ist hier eine familiäre Situation und das ist natürlich, wie du siehst, ziemlich deutlich. Kann ich hier für Menschen reden, die verheiratet sind? Habe ich ganz am Anfang gesagt, das könnte perfekt auch darüber reden. Aber nicht nur. Ich kann hier, deswegen, manchmal, es ist nicht wichtig, ob man ledig ist oder verheiratet ist, oder um eine Lesung zu verstehen. Weil es kann für Menschen reden, die eigentlich allein sind, oder für Menschen reden, die tatsächlich in einer Beziehung sind. Denn es kommt auf deine Situation drauf an, auf welcher Seite du bist, und dann könnte man das hier verstehen. Weil ich rede hier über Menschen, die verheiratet sind, aber in manchen Fällen, wenn du nicht verheiratet bist, du bist mit einer Person zusammen, die verheiratet ist. Und es gibt hier so eine Art von eine dritte Person. Oder ich sage jetzt mal ein Geheimnis. Wir haben hier mit einem Geheimnis zu tun. Aber das Gefühl, was ich hier habe, so viel Geheimnis ist das hier nicht mehr, weil eine Person weiß die Wahrheit. Jemand kennt hier die Wahrheit. Ja, das kann auf der anderen Seite jetzt sein oder auf deiner Seite sein. Ich weiß es nicht. Jemand kennt hier die Wahrheit. Ist man hier schwanger, zum Beispiel, gibt es hier eine Schwangerschaft mit diesen 3 Kelchen hier und die Karte der Mond, dass man halt jetzt nicht weiß, ob man schwanger ist? Ob eine Person hier schwanger ist? Wenn das nicht so ist, dass irgendwie Probleme wegen Kindern in dieser Situation, also dass man hier Kinder sieht natürlich. Ich spüre hier eine Ungewissheit, ja, Krebs, mit der Karte der Mond, ja. Du siehst ja, die Karte der Mond spricht auch sehr viel für deine Energie, Sternzeichen Krebs, wie gesagt, wie du
Oder nochmals, Sternzeichen Fische. Stier ist auch hier zu sehen, Sternzeichen Stier. Und irgendwie, ich spüre hier eine Freundschaft auch. Eine Freundschaft, eine Ungewissheit. Und irgendwie, man könnte sogar die Religion hier sehen. Also der Hierophant ist ja auch da. Man könnte hier sogar die Religion sehen oder diesen Kompromiss hier, ja. Augenblick, Krebs. Die Karte, die Liebenden, nochmals. Wir reden hier auch über eine starke Anziehung. Sternzeichen Zwilling zeigt sich hier bei dir auch. Aber irgendwie, schau mal, Krebs. Also, die Karte drei der Schwerter und die Karte, die Liebenden, ja. Wir reden schon über einen Treubruch hier. Einen Treubruch, eine komplizierte Situation. Ich würde sagen, was mit einer dritten Person zu tun hat. Ja. Ja. Ich spüre hier schon eine komplizierte Situation. Ja? Also es gibt hier eine interessante Sache. Ich würde sagen, wir reden schon über eine komplizierte Situation und eine Person möchte sich sogar vielleicht hier entschuldigen, sich versöhnen. Eine Person möchte hier seine Wahrheit verteidigen. Krebs, ich habe das Gefühl, dass eine Situation ans Licht kommt. Das ist mein Gefühl halt. Das ist einfach mein Gefühl hier. Dass irgendeine Situation erfährt man und in manchen Fällen, Krebs, ist das bereits geschehen. Also wir haben heute den 18. Dezember, die Legung ist ja für Januar, aber Januar ist nicht mehr so weit weg bis dahin. Also für eine Gruppe, diese Situation ist schon ans Licht oder man weiß über diese Situation schon. Ja? Dass man darüber schon Bescheid weiß und ich spüre eine komplizierte Situation hier. Und eine Person möchte sich hier versöhnen. Ich spüre hier eine sehr, eine Person, die sich versöhnen möchte. Ja, das ist, was ich hier spüre. Eine Person, die sich versöhnen möchte. Ich meine, die Kommunikation ist ja bei dir da. Also die Königin der Schwerter spricht ja über Kommunikation. Die Kommunikation ist ja da. Dass eine Person sich hier etwas auf der Defensive stellt, etwas mental ist und so weiter. Ja, die Energie ist halt die, die ist. Das ist die Energie. Dass eine andere Person sehr viel mehr leidenschaftlich ist und so weiter. Mag sein. Also die eine Person ist sehr leidenschaftlich tatsächlich und die eine andere Person ist extrem kalt und mental. Und hat das hier mit einem Treubruch zu tun, was mit einer dritten Person zu tun hat, könnte natürlich ziemlich gut möglich sein. Gibt es eine Person hier, die sich eigentlich nur um sich jetzt fokussiert, so ungefähr, ich weiß schon, was ich mir wert bin, ich fokussiere mich, um meine Sachen, um meine Finanzen, meine Arbeit, meine Familie, meine Hobbys und das ist das, was für mich heute wichtig ist. Das spüre ich hier nämlich auch. Dass eine Person sagt, ich weiß schon, was ich mir wert bin. Ich brauche eigentlich niemand. Ich brauche dich nicht. Ja, ich brauche niemand.
Ich weiß schon, was ich mir wert bin. Also von da aus, es gibt so eine Energie hier. Aber ich sehe natürlich eine andere Person, die sich hier auch versöhnen möchte. Nochmals Kommunikation möchte, die mit Worten sich auch verteidigen will. Oder seine, ja. Ja. Krebs, ich werde für dich diese Karte hier lesen. Also, das Erscheinen des mystischen Schamanen stellt die Einladung dar, ein Leben ohne Anhaftungen in Erwägung zu ziehen. Du bist aufgerufen, dir dein Leben selbst zu erschaffen und zu erträumen, deinen Inspirationen und göttlichen Impulsen zu folgen, ohne dich auf eine bestimmte Erfolgs- oder Heldengeschichte zu fixieren. Bist du in der Lage, die Geschichten, die du dir und anderen erzählst, unvoreingenommen zu betrachten? Wie wäre es, wenn du dir selbst zum Mysterium werden könntest? In welchem Menschen würdest du dich verwandeln, wenn du mit den Stories, die du dich bis heute definieren, aufhören würdest? Du musst nicht in der Vergangenheit leben. Wie wäre es, wenn du dich niemandem erklären müsstest, nicht einmal dir selbst? Zu deinem ganz persönlichen außerordentlichen Leben gelangst du, indem du zu einer unbeschriebenen Tafel wirst, auf der deine Träume und Wünsche nach Belieben Gestalt annehmen. Das Ergebnis könnte ein Leben sein, das selbst deine verwegensten Träume noch in den Schatten stellt. Pass auf, worum du bittest. Der mystische Schamane warnt dich davor, dich allzu sehr an eine bestimmte Zustandsform zu klammern, von der du dir Glück, Wohlstand, Ruhm, Liebe und so weiter erhoffst. Doch angenommen, dein Traum würde sich erfüllen, hast du auch daran gedacht, was du bereit warst, dafür zu opfern? Vielleicht hast du dir schon ewig eine bestimmte Geschichte. Augenblick. Erzählt die Geschichte, dass du nur glücklich und endlich angekommen sein wirst, sobald dieses bestimmte Ziel erreicht ist. Dass du nicht einmal bemerkt hast, dass du längst nicht mehr die Person bist, die sich diesen Ausgang gewünscht hat. Womöglich hast du diese Geschichten auch schon ganz hinter dir gelassen. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dir einzugestehen, dass du eine neue Geschichte brauchst, die mehr dem Menschen entspricht, in den du dich inzwischen verwandelt hast. Im Kontinuum eines Lebens ist der gegenwärtige Moment nur eine von Abermillionen anderer Augenblicke. Lass ihn los. Lass ihn bloß eine Geschichte sein und zieh weiter. Noch viel bessere Geschichten warten darauf, erzählt zu werden. Wow, gefolgt. Interessante Energie, Krebs. Tatsächlich eine interessante Energie. Eine interessante Energie. Denn ja, man sieht hier schon, ich spüre trotzdem eine Veränderung. Also es mag schon sein, dass du an diese Vergangenheit geklammert hast. Ich meine, wir wissen ja, Krebs, ne? Also das wäre nichts Neues jetzt, dass wir hier was Neues entdecken würden mit diesem Satz. Ja? Also das wissen wir schon bei dir, dass du an diese Vergangenheit klammerst. Ja? Aber was ich hier spüre, ist was anderes. Ich spüre eine ganz andere Sache. Ich spüre eine neue Mentalität, wenn ich dir ehrlich bin. Das ist eine neue Mentalität. Das ist diese neue Ära in Sternzeichen Wassermann. Zumindest eine neue Mentalität. Was das jetzt auch für dich in deiner Situation heißt, das ist für jeder anders. Aber die neue Mentalität ist da. Die neue Mentalität ist da.
Und die Karte der mystische Schamane, ich glaube, war auch ziemlich deutlich. Ja? Denn möglicherweise die Nummer 9999 ist bei dir oft das. Wir reden hier über einen Zyklus. Und diese Situation zeigt sich hier sehr stark. Das ist, was ich hier spüre. Also eigentlich die Person, die ich hier habe, weiß ganz genau, was diese Person alles schaffen kann. Also ich weiß schon, was ich alles machen kann. Ich brauche niemand auf meiner Seite. Ja, ich bin schon eine starke Energie zeigt sich hier. Von da aus dir ist das bewusst, dass du das kannst. Egal, was du hier vorhast, was du machen möchtest, du kannst das und die Energie zeigt sich einfach so. Ja, ich spüre diese starke Energie bei dir. Ja, ich sehe hier wichtige Entscheidungen tatsächlich. Krebs, ich glaube, deine Energie spricht mehr darüber als was anderes. Ja? Also ich spüre hier Situationen, die du entscheiden wirst, Grenzen, die du setzen wirst, Zeit, die du für dich nehmen wirst, um zu nachdenken, um zu klare Gedanken zu bekommen. Ich denke, wir reden hier über wichtige Entscheidungen. Ja. Für deine Existenz, ja. Also das ist hier ein Zyklus. Denn diesen Treubruch sieht man hier. Nochmals, die Karte der Hierophant und die Mäßigkeit einer Person möchte sich hier versöhnen. Eine Person hält das vielleicht nicht mehr aus, so ungefähr. Ja, also ich möchte halt dir sagen, was ich, ja, also eine Person, die vom Herz zu Herz reden möchte. Und das ist, was ich hier spüre. Ja, also ich denke, was du dir wünschst, ist eine glückliche Familie zu haben. Du möchtest glücklich sein. Klar, wie wir alle, ne? Also du möchtest natürlich in eine Stabilität sein, ja, mit einer Person zusammenleben, einfach in der Liebe sein, einfach, ja, also ich spüre hier ein Gefühl von, was ich mir wünsche, ist einfach nur eine Stabilität in der Familie, dass man, ja, glücklich ist, im Frieden ist. Das ist, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir ein neues Zuhause. Ich wünsche mir einfach diese Stabilität in der Familie. Das ist das Gefühl, was ich hier bekomme. Ja, Stabilität in der Familie. Die Gespräche zeigen sich, Krebs, die Gespräche zeigen sich in der Familie. Das sehe ich hier. Es kann für dich nochmal sogar deine eigenen Kinder sein. Es kommt ziemlich drauf an. Ja, mit diesen drei der Kerzen und die Karte der Mond. Ja, haben wir auch vorher hier gesehen, das kann auch Kinder für dich sein. Dass die Gespräche da sind, die Versöhnung ist da. Eine Person möchte wirklich seine Gedanken teilen, sich verteidigen und so weiter. Und denn die Enttäuschung ist tatsächlich hier, Krebs zu spüren. Es gibt hier eine Enttäuschung. Und das muss nicht mal ein Wunschpartner sein, sondern das kann nochmals direkt in der Familie sein, sogar mit meiner eigenen Mutter, nochmals Vater, Schwiegermutter, Schwiegervater. Das haben wir ja auch hier gehabt. Ja? Also das haben wir ja hier gehabt. Das ist nämlich so. Das Gefühl, was ich hier bekomme, ist, dass du von diesen Konflikten raus möchtest. Du möchtest diese Konflikte gar nicht. Also das ist das Gefühl, was ich bei dir bekomme. Du distanzierst dich von Konflikten. Du willst keinen Ärger, keine Diskussionen. Eigentlich, das willst du gar nicht. Du möchtest Frieden, in Frieden sein. Und das ist, was du dir wünschst. In der Familie, nochmals. Wir reden über deine Geschwister nämlich auch. Denn der Hierophant spricht ja für Familie. Und die Familie ist ja auch da. Also, ja, ich denke, das ist das Gefühl hier.
dass man reden möchte, dass man Klarheit möchte, dass man keine Geheimnisse möchte. Ich möchte keine Geheimnisse mehr in der Familie, keine dubiose Sachen. Ich möchte klaren Text reden, dass alles einfach deutlich gesprochen wird und dass man im Frieden zusammen sein kann. Das ist das Gefühl hier, was ich habe. Ja. Ich möchte keine Konflikte, ich möchte keinen Ärger, ich möchte Frieden. Den Krebs, ich sehe hier auch eine Person, die vielleicht sehr manipulativ sein kann. Und diese Person ist auch in der Familie. Also wir reden bei dir über Familie, ja? Dann musst du wissen, wer die Person ist. Weil ich sehe eine Person hier, die auch sehr manipulativ sein kann. Wir haben vorher auch, wie gesagt, diese Person... Diese Person zeigt sich einfach. Und ich sehe hier Kinder, wie gesagt, das sieht man ja hier, ja. Es kommt auf jede Situation drauf an, aber... Ja. Augenblick bitte. Ich bin am Nachdenken, Krebs, aber ich denke, das ist tatsächlich die Energie hier. Ich spüre hier diese familiäre Situation. Und eigentlich, aber ich spüre, irgendwie ist das, also ich denke, die Klarheit ist da für dich, Krebs. Das ist, was ich denke, dass man hier auch Klarheit und Licht bekommen wird. Ja? Egal, was das jetzt hier ist für dich, Licht und Klarheit ist da. Und das ist natürlich sehr positiv, ja. Die Gespräche sind da. Die wichtigen Gespräche sind da. Und diese Geheimnisse, die man hier vielleicht haben kann, das alles kommt ans Licht. Es wird alles ans Licht kommen, ja. Und die wichtigen Gespräche kommen nämlich auch. Denn ich denke, jemand möchte hier keine Diskussionen mehr und keinen Ärger mehr. Ja, das ist das Gefühl, was ich hier habe. Gerade ist die Nummer 1313 in meiner Uhr. Ja, die Karte der Tod, Sternzeichen Skorpion, haben wir auch oft das hier. Krebs, das ist die Energie jetzt wirklich für den Monat Januar. Wir werden weiter natürlich schauen. Ich kann mich nicht erinnern, welche Karten in diese Legung für die Energie für das Jahr 2024 für den Monat Januar jetzt gekommen sind. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Wäre vielleicht nur interessant zu wissen, ja, damit man weiß, welche Karten da gekommen sind und was wir hier haben, dass wir das vergleichen können. Aber ich spüre hier schon diesen Konflikt in der Familie. Jeder für sich weiß, in welche Situation hier, aber ich spüre hier wichtige Gespräche für dich. Ja? Ich denke, wir reden schon über Kommunikation bei dir. Interessant ist, das hatten wir auch bei Sternzeichen Wassermann in diese KW 51, die Kommunikation. Ja? Also ich denke, die Kommunikation ist der Schlüssel für den Erfolg tatsächlich. Es ist wichtig. Ich danke dir, Krebs, für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön. Und bis bald. Tschüss, Krebs. Tschüss.